Hallo und herzlich willkommen, liebe ARMA-Freunde, zu einer neuen Episode von ARMA 3. Ich bin euer Boborossa von Pixel Beef und in dieser ARMA-Episode zeige ich euch diesmal was über Flugzeugfliegen und auch im KOTAR, also King of the Hill, werde ich euch noch eine Runde zeigen, wie man ein Flugzeug fliegt. Aber erstmal Allgemeines zum Flugzeugfliegen. Ich bin zugegebenerweise kein Veteran, aber ich weiß doch schon ein paar Dinge. Zum Beispiel gibt es hier verschiedene Arten von Flugzeugen, erstmal gegen Luft zu Luft, die heißen dann AA, macht Sinn, ne? Und die CAS sind dann mit Bodenwaffen bestückt. Das sind kleinere bis größere Bomben. Die größeren Flugzeuge, die man bei KOTAR später kaufen kann, die haben deutlich größeres Arsenal, größere Bomben und auch direktgefeuerte Raketen. Sowie immer noch kleine Sätze von Kurzstrecken-Luftabwehrraketen. Genauso wie diese hier hat auch eine Luftabwehrrakete auf kurze Strecken. Die Anti-Air-Version hat aber auch vier Langstreckenraketen für Luftabwehr. Und wir werden einfach mal hier reingehen. Ich finde, das ist Anti-Air doch das typischste Flugzeug. Starten das Ding mal. Wusch, wusch, wusch. Man sollte schauen, dass man beim Starten möglichst viel Raum ausnutzt. Auch sollte man diese Klappen an den Seiten, die ich habe sie gerade runter gemacht, einmal nach unten stellen. Das könnt ihr auch mit dem Mausrad machen. Damit kriegt ihr mehr Schub. Ihr seht, ich starte voll durch und ziehe erst am Ende hoch. So gelingt es auf jeden Fall. Nicht vergessen, den Boost zu zünden, wie ich gerade. Mit Shift könnt ihr so mehr Gas geben. So. Ich bin in der Luft. Dann dürft ihr auch nicht vergessen, Gear Up zu machen, beziehungsweise Fahrwerk nach oben zu ziehen. Weil wenn ihr das vergesst, dann habt ihr auf jeden Fall schlechte aerodynamische Eigenschaften eures Flugzeugs. Und das wäre nicht sehr schön im Flug. Bei King of the Hill müsst ihr nicht starten. Das funktioniert von alleine. Ihr startet einfach in der Luft, wenn ihr ein Flugzeug kauft. Die Flaps sollten dann wieder hoch. Ihr seht es gerade. Nun gut, was man euch noch zeigen kann ist, ja, was kann man euch noch zeigen? Die Waffen, ne? Die Zwillingskanone ist relativ effizient mit 20 mm. Ich gehe erstmal in die First Person, das macht keinen Spaß, so zu fliegen. Ihr solltet euch auf jeden Fall auch einen Zoom reinlegen auf euren Joystick. Und ich würde auf jeden Fall auch einen Joystick empfehlen für Flugzeuge. Man kann auch mit Maus fliegen. Damit kann man besser zielen, allerdings viel schlechter Kurven ziehen. Mit dem Pad ist auch in Ordnung, wenn man es kann, wenn man es mag. Am schönsten natürlich ist ein Joystick. Es ist einfach das ordentliche Gefühl für ein Flugzeug. Es fühlt sich einfach auch richtig an. Seht die Kanone, die ist auch noch HE. Also man kann damit eine ganze Menge anfangen. Nun gut, leider haben wir hier keine Ziele. Ihr seht jetzt oben rechts habe ich die Langstreckenraketen ausgesucht für Anti-Air. Und jetzt die Kurzstreckenraketen. Die Kurzstreckenraketen müssen meines Wissens nach gar nicht anvisieren. Sie gehen einfach auf das Ziel los. Während man bei den Langstrecken. Oder nee, war das andersrum? Oh, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ich brauche später auch ein Ziel, dann zeige ich euch es genau. Leider hat man hier keine Ziele. Aber das sehen wir dann King of the Hill. Nun gut. Jedenfalls anvisieren kann man mit T. Man muss einfach über ein Ziel gehen und T drücken. Und mit R kann man standardgemäß das nächste Ziel auswählen. Und Raketen müssen normalerweise, Zielverfolgungsraketen, eigentlich immer ein gelocktes Target haben. Da war ein Vogel, schön. Na gut, zum Landen. In King of the Hill müsst ihr auch landen können. Mein Tipp, dass ihr euch am besten die Landebahn gleich markiert, wo sie ist. Mit Shift Linksklick auf der Karte, da seht ihr es. Landen ist so ein Ding. Habe ich jetzt auch noch nicht zu häufig gemacht. Also für Landen auf jeden Fall diese Flaps nach unten packen. Ihr habt gerade ein leises Geräusch gehört davon. Und das Gear nach unten fahren. Ja, da hört ihr es. Ob das ein Fail wird? Vermutlich schon. Aber ich kann hier überall landen, egal. Also auf diesen, auf den Salzsee kann man ziemlich einfach landen, weil, nein, 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 nein. Huhu, so sollte man es vielleicht nicht machen, aber naja, es hat funktioniert, ne?
Und um in King of the Hill müsst ihr landen können, um halt euer Flugzeug aufmunitionieren zu können. Es macht keinen Sinn, das Flugzeug einfach nur zu fahren, bis es leer ist und dann wegzuwerfen. Ihr habt gesehen, es geht eigentlich recht einfach. Ihr dürft halt nicht vergessen, die Landeklappen runterzumachen. Dadurch bekommt ihr zusätzlichen Auftrieb, sodass ihr nicht wie ein Stein vom Himmel fällt, wenn ihr langsam werdet. Sowie auch zusätzliche Bremse. Naja, und ganz wichtig natürlich auch die Bereifung, ne? Weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gear abmache. Macht da nicht, macht auch Sinn. Naja, was jetzt Kampfmanöver angeht, das kann ich euch dann in King of the Hill selbst zeigen. Wir sind jetzt in King of the Hill, wie ihr sehen könnt. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie teuer diese Jets sind. Ich glaube, auf Level 20 oder so schaltet ihr die frei, den ersten zumindest. Gibt dann den Anti-Air und den CRS. Der CRS kommt mit, das sind Bomben, die GBU-12, Short-Range, Anti-Air und die Twin-Kanone, während der andere mit Long-Range, Anti-Air und Kurz-Range, Anti-Air daherkommt. Beide sind ansonsten baugleich. Der Anti-Air kostet 2000 mehr, kostet 7000 und der leichte mit den Bomben halt 5000. Mit den Bomben kann ich noch nicht sehr gut umgehen. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe gerade einen Heli-Jet. Ah ja, feindlicher. Das ist schön. Das ist natürlich ein großer Grund, dann den hier zu kaufen. Auch gibt es hier eine Anti-Air, auch vom Boden, was sehr gefährlich sein kann für so ein Flugzeug. Außerdem möchte ich noch erwähnen, wenn ihr das erst ausprobiert mit den Jetfliegen, dann macht das besser nicht in King of the Hill, das ist viel zu teuer. Oder ihr könnt auch andere Leute mit griefen, indem ihr irgendwas rammt oder so, dann sind sie nicht immer glücklich. Am besten zieht ihr euch auch den Arma 3 Test Range, das habt ihr ja eben gesehen, wo ich drauf war. Gibt's im Steam Workshop, einfach bei Arma. Ich pause auch noch einen Link in der Description. Aber jetzt legen wir erstmal los. Kleiner Ladebildschirm und dann ist ein Flugzeug. So, direkt auf First Person schalten. Third Person macht nicht so viel Sinn. Hier Zoom nicht vergessen. So, 5000 Entfernung, Meter Entfernung ist halt unser Ziel. Ich markiere mir jetzt schon mal die Landebahn. So, das macht immer sehr viel Sinn. Oben das Radar, ihr seht immer Feinde dort. Habt ihr ja schon bei der Flugabwehr gesehen. Da hinten wird wahrscheinlich ein Flugzeug rumfliegen, das ist sehr schnell unterwegs. Dem sollten wir uns annehmen. Aber ich sehe es nicht wirklich. Oh, kein Wunder. Es ist ein Feuerball. Naja, na gut. Das war dann einmal ein Flugzeug. Dann wenden wir uns mal wieder dem Ziel zu. Auch da ganz weit hinten sieht man auf jeden Fall schon mal Ziele. Man kann genau jetzt schon mal versuchen, mit Lock sein Ziel zu erfassen. So kann man das dann gleich viel besser sehen. Das ist ein Mohawk. Es kann gut sein, dass er einfach nur aussteigt. Aber trotzdem schießen wir mal ein bisschen drauf. Haben auch ein bisschen getroffen. Aber nicht unbedingt das lohnenswerteste Ziel. Vergisst auch nicht zu schauen, wo ihr eure Countermeasures habt. Gegenmaßnahmen gegen Raketen. Auf C ist Standard. Ich habe es auf G gelegt. Aber das tut ja hier nichts zur Sache. Da einmal schön wenden. Beim Wenden habe ich festgestellt, wenn man ein bisschen vom Gas runtergeht, dann hat man auf jeden Fall eine schnellere Wendungszeit. So, das ist bestimmt ein Helikopter, der vor uns irgendwo rumfliegt, aber ich kriege ihn nicht mehr ins Visier. Man kann einfach relativ schwer überblicken aus dem Flugzeug, wenn man so viel sieht und so viel auch klein sieht quasi. Und so winzige kleine Dinge auf dem Boden. Ah, das war gerade eine falsche Anzeige. Keine Ahnung, was das sollte. So, einmal drehen. Ich wende mich jetzt wieder dem Ding in der Luft zu. Über der Stadt irgendwo. Oh, wir haben ein paar Raketen beschossen. Von dem Berg hinten irgendwo. Man kann auf der Minimap sehen, auf dem Radar, von wo die Richtung kam. Ich weiß nicht, ob das ein Flugzeug hinter uns ist, das geschossen hat, oder eine Flugabwehr. Kann gut sein, dass es die Flugabwehr war. Dann ist es das nächste, worum ich mich kümmern sollte. Denn wenn die irgendwo rumsteht, dann habe ich da keinen Spaß mit dem Flugzeug. Man kann auch nach gegnerischen Fahrzeugen suchen, indem man sie markiert. Ah, oder den Heli hole ich mir. Ah, okay, es ist ein bisschen ätzend.
sollte Abstand gewinnen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo die Flugabwehr steht. Ihr seht, ich hole gerade nicht so viel ab. Flugzeugfliegen in Arma ist nicht so einfach. Also wenn ihr keine Erfahrung habt, solltet euch die Investition wirklich gut überlegen in King of the Hill. Und zieht euch, wie gesagt, zuerst... Oh, da hatte ich was im Visier. Oh Gott, das ist eine Flugabwehr. Eine Cheetah. Wie in unserem letzten Video gezeigt. Die werde ich jetzt möglichst aufs Korn nehmen. Ich werde es mit der Kanone versuchen. Das sollte auch einigermaßen gehen. Ich werde jetzt vom Wissen weiter einen Anflug machen. Jetzt, wo ich das Ding anvisiert habe, kann ich auch sehr, sehr einfach das ausmachen. Mir gehen auch langsam die Flares aus. Und er hat mich auch bemerkt. Ich hoffe, er wechselt nicht sofort auf Kanone. Er wechselt auf Kanone. Das wird jetzt sehr haarig werden für mich. Oh ja. Das war's schon. Tja, so viel zu Flugzeugfliegen, ne? Vielleicht sollte ich mal das Ding mit Kanonen nehmen. Mit Bomben. Ich werde noch einmal eins kaufen, weil ich so großzügig bin. Das natürlich auf beiden Bergen im Flugabwehr sitzt, ist hässlich. Am meisten Erfolg hat man natürlich mit so einem Flugzeug, wie ich es gekauft habe, gegen Luftziele. Wenn man dann die Raketen zum Einsatz bringt. Allerdings die wirklich starken Flugzeuge stehen mir da noch nicht zur Verfügung, die solche Raketen benutzen. Oder gute Bomben oder eine 30mm Kanone gegen Bodenziele. Die sind erst mit Level 45, so ein bisschen entfernt. Mit nächsten Level allerdings habe ich einen etwas stärkeren Bomber schon mal zur Verfügung. Egal, ich nehme jetzt mal den mit den Bomben. Gucken, ob mir da mehr glückt. So, wo war der denn? Irgendwo links in den Hügeln drinne. Schaue mal wieder, dass ich den kriege. Bomben habe ich dabei. Zwei Stück. Vielleicht soll ich einen Anflug von oben machen. Wie ein Sturzflieger. Ah, da ist auf jeden Fall irgendein Fahrzeug. Nur ein Quadbike. Zeitverschwendung. So, Kurve. Oh ja. Er hat mich auf jeden Fall gefunden. Das ist nicht sehr angenehm. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Irgendwo unten am Strand. Also ich denke mal, er hat sich neue Munition besorgt. Oder ist dabei, sich neue Munition zu besorgen. Vielleicht hat er ja seine Kanone leer geschossen. Das wäre natürlich schön. Enemy killed. Wie kommt das denn? Egal, irgendwas habe ich vorher gemacht. Tank destroyed. Okay. Schön. Ach, ich habe vorhin zwei Raketen auf den Cheetah geschossen, während ich noch als Fußsoldat unterwegs war. Wahrscheinlich ist der nachträglich noch geplatzt. Dann waren die einfach nicht zur Inspektion gefahren. Deren Schuld, ne? Ansonsten, diese komische Luftabwehr, ich finde sie nicht. Die muss sich hier irgendwo umtreiben. Aber ich habe was anderes gesehen. Da war ein Flugzeug. Was wohl Jagd auf unsere Helikopter macht. Na? Versucht das Ding zu locken. Aber ich hab's nicht gelockt bekommen. Hinterher. Na, das ist nicht das Ding, was ich haben wollte. Da links von uns. Wenn ich jetzt mal mit Raketen schieße, wird er garantiert Countermeasures werfen können. Ja. Aber einer hat getroffen. Ich habe in einem Video gesehen, man soll zwei hintereinander schießen und nicht lange warten. Dann würde man eher treffen können.
Na komm. Krieg dich noch. Oh, warum ruckelt das? Na, den habe ich jetzt ein bisschen getroffen. Auf jeden Fall hat er gemerkt, dass ich hinter ihm her bin. Und ich bin zu steil hochgeflogen. Dadurch geht meine Maschine gerade ein bisschen... Wie soll man sagen? Es verliert ein bisschen die Power. So. Mit dem Looping nach unten habe ich mir jetzt erstmal da ein bisschen wieder Geschwindigkeit reingeholt. Ich versuche ihn jetzt nicht entkommen zu lassen, sodass der sich irgendwo aufmunitioniert. Das wäre schade. Der muss auf jeden Fall sterben. Oh, das war ein guter Versuch. Er hat ein bisschen zu spät geschossen. Er muss noch schießen, wenn er direkt auf mich zufliegt und nicht, wenn er schon quasi vorbei ist. Naja. Was waren wir ein paar Treffer? Meine Flares reichen noch. Aber er hat mehr Raketen als ich. Jetzt präsentiere ich mich, glaube ich, als Ziel. Ja. Das nutzt er auch gerade. Oh nein, hoch, 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 hoch. Ich fliege jetzt noch ein bisschen zu langsam, damit der mir vorbei schießen muss. Oh, komm schon, gib Gas, gib Gas. Mein Flugzeug kommt nicht ganz aus dem Quark. Sollte mein Seins ein bisschen am Arsch. Ich hoffe, ihnen gehen die Raketen aus. Da war noch ein Treffer. Der kann eigentlich nicht mehr so viel aushalten. Der muss eigentlich jetzt runtergehen. Oh nein, ich bin leer. Das war's. Verfluchte Kacke, das waren die letzten Flares. Okay. Man kann Raketen auch mit einer scharfen Kurve ausweichen. Ich sollte mir meine Landezone mal aufsuchen. Dann kann ich auch mal schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube, das gegnerische Flugzeug ist hinter uns. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Versuchen mal schnell Fahrt aufzunehmen. Aber ich bezweifle, dass er uns landen lässt. Gas geben, Gas geben. Okay. Kommt er näher? Ah ja. Das sieht nicht gut aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Warum muss so ein Flugzeug auch nur so wenig Munition dabei haben? Ich werde jetzt einfach mal auf Landeanflug gehen und hoffen, dass er bei mich rüberzischt. Und nicht so schnell anpassen kann. So, hoffen wir auch, dass ich so elegant lande wie vorhin. Ich habe schon wieder die Flaps unten, die Klappen. Und die... Na, das geht auch. Ja, schön. Er versucht zu drehen, aber er muss feststellen, dass ich schon unten am Boden bin. Vielleicht schafft das ja nicht, mich zu treffen hier. So, sobald man voll steht, kann man Service Jet machen, genau. So, der kommt wieder angeflogen. Er kommt. Er wird langsamer. Oh nein. Er hatte noch Raketen. Nun gut. Ein letztes Mal. Wenn ich jetzt selber nochmal ein AA-Flugzeug nehme, bin ich den hoffnungslos überlegen. Weil der wird keine Raketen mehr haben oder wenig Raketen. Weniger Flares.
und allgemein weniger Munition. Ich fürchte allerdings, dass er sich jetzt auch die Nähe zum Flugplatz da sucht. Deswegen fliegen wir da mal schnell hin. Das Radar wird in seiner Nähe schon melden. Und dann können wir ihn einfach vernichten. Oh, 600 km/h. Geht das nicht schneller? Wahnsinn. Ah, ich sehe was. Na, gute Nacht. Ja. Ich meine, da hatte er jetzt keine Chance gehabt, oder? Das war schon ein bisschen gemein. Dass man den jetzt einfach so ausgeschaltet hat. So. Wir landen selber mal schnell. Ich glaube, er hat den rechten Landebahn verstopft. Und dann werden wir dieses Ding dann noch quasi einmal benutzen, bis wir abstürzen. So, immer ein bisschen hochziehen dabei, bevor ihr auftrefft. Und immer schön mit Rückwärtsschub euren Flug verlangsamen, bis ihr dann auch endlich steht. So, Service Jet. Jetzt schauen wir mal überhaupt, ob die Landebahn uns noch reicht. Oh ja, mehr als die Hälfte der Landebahn haben wir noch vor uns. Genau gesehen 800 Meter. Ich denke, da können wir starten, ne? Oder muss ich hier jetzt komplett drehen? Das wäre jetzt ein bisschen doof. Bis dahin ist der andere schon wieder da. Hübsch hier, ne? Hier seht ihr die fehlenden Raketen. Die werden noch gleich wieder aufploppen. Gatronic Parachute, descend. Na? Ja, da sind sie. Dann lass mal starten. Nicht vergessen, die Flaps wieder auf Mittel stellen. Nicht, dass sie ganz unten stehen. Da könnt ihr schlechter mit starten. Schub voll durchdrücken. Und die Landebahn ausnutzen, solange es geht. Wir sollten schon über 200 km/h haben, sonst haben wir keine Chance, glaube ich. Oh Gott. Na doch, mit 200 km/h unter, knapp unter 200 ging es gerade sehr gut. Das Radar ist immer noch frei. Wir werden anscheinend nicht gejagt. Lass mal schauen, was wir anrichten können. Bei Kavala. Wir gehen nochmal ein bisschen höher. Altes ist schon sehr schön, ne? Und groß vor allem. Mal ein bisschen genauer angucken, die Insel. Hübsch, ne? Ja, wir neigen uns dem Boden. Das korrigieren wir mal. Hinten ist der Machu Picchu. Oh, er sieht eher aus wie der Fujiyama so ein bisschen, ne? Thomas ist am Spammen. Wahrscheinlich ein Russe. So wie sich das anhört. Bei allen gebührenden Respekt Russen gegenüber. Aber manchmal könnt ihr ziemlich nerven im Internet. Ziemlich. So. Wir sind gleich da. Man sieht auch schon Sachen auf dem Radar aufploppen. Rechts von uns ist irgendwas in der Luft. Könnte allerdings gegnerische Base sein. Ah, dürfen wir schon attackieren, glaube ich, hier. Auf ihn. Na, ich hoffe, der wird ein bisschen getroffen. Wahrscheinlich nicht gut genug. Eieieiei. Oh,
Da haben wir schon wieder was, was auf in die Luft schießen kann. Ziemlich viel Anti-Air unterwegs. Nicht einfach hier Flugzeuge zu zeigen, wenn ein alles runterholen kann. So, der steigt aus und ist hoffnungslos aufgegeben, glaube ich. Hat ein paar schöne Treffer, aber das bringt halt nichts mehr, ne? Was haben wir da? Ein Slammer. Ah, ich glaube, den können wir nicht besiegen. Wir können ihn höchstens nerven. Uns fehlen die Bomben dazu. Aber ich glaube, wir nerven ihn noch ein bisschen weiter, Leute. Vielleicht können wir ihn ja die Ketten zerschießen. So, einmal umdrehen. Ihr könnt auch bei sowas auch die Klappen runter machen. Auf die Weise seid ihr langsamer und geht auch nicht runter. Naja, es bringt, glaube ich, nichts. Gucken, ob wir was finden, was das bringt. Ein Strider, den können wir zerschießen. Leckt das hier? Oh, was ist das? Also der Strider ist ein lohnendes Ziel. Der sollte mit dieser Kanone hier doch eigentlich relativ gut zerplatzen. Wenn man halt zielen kann, das ist nicht so einfach. Mit einem Jet und Joystick. Jetzt finde ich ihn gerade nicht mal wieder. Wer weiß, wo er lang gefahren ist. Doof ist das. Da ist wieder der Slammer. Na komm. Sowas sollte ich mich eher konzentrieren. Ah, scheiße. Ich dachte, der geht hoch und ich wollte runtergehen und er ging auch runter. Ah. Naja. Das war's dann. Ihr habt bestimmt einige Leute schon besser fliegen sehen. Aber jetzt habt ihr wenigstens einen Eindruck. Warum ihr das nicht einfach in King of the Hill lernen solltet, auf jeden Fall. Ich meine, schaut euch die Preise an. Auf jeden Fall werde ich euch noch mehr Waffen zeigen und noch mehr Fahrzeuge zeigen, die speziell in King of the Hill verfügbar sind. Das war's dann von mir, Bobo Rossa, euer Pixel Beef. GG, bis zum nächsten Mal.